Ja, vielen Dank, Eva Lindenau. Es ist tatsächlich so, dass die CSU sich hier und da auch noch berät. Einige haben sich hier auch zurückgezogen für interne Beratungen. Wir haben auch gehört, dass manche unzufrieden darüber sind, dass die Freien Wähler auch so selbstbewusst auftreten. Das soll sich künftig ändern. Aber das kann sich ja eigentlich nur ändern, wenn man auch sondiert mit anderen Parteien, wenn man den Preis für die Koalition hochtreibt. Und das hatte Markus Söder ja eigentlich ausgeschlossen. Er hatte kategorisch ausgeschlossen, mit den Grünen zu regieren. Und wir sprechen darüber und wir haben darüber gesprochen mit den Grünen in Bayern, mit der Spitzenkandidatin. Ein Ergebnis für die bayerischen Grünen, das nicht so gut aussieht wie beim letzten Mal und mit dem man wahrscheinlich auch wenig anfangen wird können, reden wir mit der Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Guten Abend, willkommen bei Phoenix. Schönen guten Abend. Frau Schulze, die Zahlen gehen leicht nach unten. Woran hat das gelegen? Ist das einfach der Abwärtstrend der Grünen aus Berlin, die ganzen handwerklichen Fehler? Oder haben Sie auch hier in Bayern Sachen nicht richtig gemacht? Also erstmal möchte ich festhalten, dass es ein sehr intensiver und auch harter Wahlkampf war. Und nach den ersten Prognosen werden wir Grüne unser zweitbestes Ergebnis in der Geschichte der bayerischen Grünen einfahren. Darauf kann man erstmal stolz sein und auch ein großes Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler und natürlich auch an die Mitglieder, die so wirklich toll gekämpft haben. Darüber hinaus sieht man auch an dem Ergebnis, dass alle Ampelparteien nicht so ein bisschen schlechter abschneiden. Wir Grüne sind da noch am stabilsten und das zeigt, dass der Streit am Ende niemanden nutzt. Und deswegen wünsche ich mir, dass dort auch wieder zur Sacharbeit, zur guten Sacharbeit zurückgekehrt wird. Also ist jetzt die FDP schuld, dass die Grünen schlecht abschneiden? Wir hatten einen intensiven, harten Wahlkampf, wo unter anderem von verschiedensten Seiten wir Grüne immer im Feuer standen. Und dafür, wenn wir jetzt unser zweitbestes Ergebnis unserer Geschichte einfahren, können wir, glaube ich, als bayerische Grüne stolz drauf sein. Nun ist es ja so, wenn man auf das Thema Klimaschutz und Umweltschutz guckt, dann hat Bayern eine schlechte Windkraftbilanz. Es sieht hier bei vielen anderen Themen auch nicht so gut aus, aber sie profitieren davon ja offenkundig nicht. Markus Söder kann sagen, die Grünen passen nicht zu Bayern und das scheint auch ihm jeder durchgehen zu lassen. Warum können Sie die grünen Themen hier nicht besser verkaufen? Naja, Markus Söder hat ja jetzt nach den ersten Umfragen auch nicht sein bestes Ergebnis der Geschichte eingefahren, sondern er dachte, er könnte mit diesem Kurs punkten, aber am Ende hat es andere gestärkt. Und ansonsten zeigt das Ergebnis ja sehr klar, dass wir stabil verankert in Bayern sind. Wir werden das wohl das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte einfahren. Und jetzt schauen wir mal, was der Abend am Ende bringt, auf welcher Reihenfolgenplatz wir dann auch am Ende landen werden. Ist in einem Punkt ja eigentlich unerheblich, weil mit Ihnen möchte niemand, also die CSU zumindest, keine Koalitionsregierung bilden. Auf gar keinen Fall mit den Grünen, die haben kein Bayern gehen, hieß es. Das ist ja dann doch für Sie ernüchternd. Oder erwarten Sie, dass Markus Söder doch noch mit Ihnen redet, weil Sie wollen sich ihm wahrscheinlich ja auch nicht anbiedern? Ich finde, auch nach einem harten und intensiven Wahlkampf sollten demokratische Parteien immer miteinander sprechen. Gerade in den nicht einfachen Zeiten geht es doch darum, dass der Gesprächskanal immer offen ist, dass man auch darüber spricht, wie können wir das Beste für unser Land erreichen, wie können wir den Klimaschutz vorantreiben, wie können wir in Bildung investieren und vor allem, wie können wir auch unsere Demokratie stärken. Denn ich glaube, das ist die große gemeinsame Aufgabe der demokratischen Kräfte, unsere Demokratie zu stärken, die Gesellschaft zusammenhalten und nicht zu spalten. Sagt Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen hier in Bayern. Besten Dank. Vielen Dank Ihnen. Das waren die Grünen und damit zurück ins Studio. Ja, danke nach München. Und in der Tat war Katharina Schulze jetzt richtig positiv sozusagen eingestellt. Kann sie auch, wenn man es jetzt mit dem Ergebnis der Grünen in Hessen vergleicht, wo die Grünen ja tatsächlich ordentlich verloren haben und in Bayern ist es nicht stabil, auch hier gibt es Verluste, aber nicht so starke. Warum ist das so? Ja, zumindest ist es den Grünen gelungen, sich auf der linken Seite des Parteienspektrums wirklich als prägende Kraft zu etablieren. Sie liegen inzwischen deutlich vor der SPD wieder einmal und insofern ist es so eine gemischte Situation. Man hätte sich sicher mehr vorstellen können für die Grünen. Immerhin sind sie ja permanent attackiert worden. Das heißt, sie waren eigentlich so der natürliche Gegenpol auch in dieser Auseinandersetzung. Oft profitieren Parteien davon.
Aber der Trend aus Berlin, die Unzufriedenheit mit der Ampel, die scheint wirklich so massiv zu sein. Da haben die Vorwürfe dann auch ein Stück weit verfangen, offenkundig, dass das ein gutes Ergebnis für die Grünen ist. Aber so richtig, wenn man sie kennt, wenn man sie sonst so erlebt hat, so richtig Euphorie kann es natürlich auch nicht produzieren. Vor allem, sie hat keine Machtperspektive. Das hat CSU-Chef Söder wirklich deutlich ausgeschlossen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das heißt, jetzt heute Abend, am Wahlabend, ist es natürlich sehr spannend, sich noch genau anzugucken, wer landet jetzt mit welchen Prozenten genau Platz 2, Platz 3. Ab morgen spielt es eigentlich keine Rolle, oder? Ich hoffe, könnte man sagen, weil letztlich, wir sollten über die Strukturen reden, die wir da sehen. Und ob dann eine Partei ein Zehntel vor einer anderen liegt und deswegen sich die Rangfolge noch mal verändert, das ist interessant, auch symbolisch durchaus wichtig. Aber wo wir stehen politisch, welche Verschiebungen wir sehen, dafür ist es eigentlich letztlich nicht relevant. Und ja, wir sehen heute Abend wirklich deutliche Verschiebungen. Und das ist das, worüber wir reden sollten. Rechtsruck, Stärkung der AfD, Schwächung der Ampelparteien, kritische Situation für die FDP. Das zeichnet sich eigentlich als Muster heute Abend ab. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die hängen bleiben werden. Genau darüber.